Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Civilization Beyond Earth. Ich war gerade kurz am überlegen, wegen der Kuppel, aber das muss, hier muss scheinbar eine Kuppel rauf. Eine Koppel rauf. Für die Modernisierung. So, den fahren wir mal hier hin, für Fernangriff in Stellung bringen. Das kostet leider auch einen runden Punkt. So, ihr wechselt mal. Du kannst angreifen. Nächste Runde ist er dann platt. Und dich können wir gründen. Warte mal. Lass uns doch mal gucken. Ertragssymbole. Ah, das wäre natürlich auch nice. Aber hier hätten wir gleich die Algen. Ne, wir gründen mal hier die Stadt. Das passt schon. Hier sind wir auch nicht auf Miasma oder so. Hier wäre nämlich Miasma. Also das passt schon ganz gut. So, nächste Runde. Könnten wir hier hinten noch eine Stadt gründen oder so? Ah, der ist fast tot. Dann können wir eigentlich auch jetzt per Fernangriff ihn platt machen. Und gute Nacht. Yay, Wurmkiller. 85 Wissenschaft und 335 Energie. Quest beendet. Du stehst auf Miasma. Du kannst mal hier aufs Gastland gehen. Und dich da heilen. Du stehst nicht auf Miasma. Du stehst ebenfalls auf Miasma. Und hier ist keines. Also könnt ihr euch da heilen. Der Handelskonvoi ist fertig. Ich hau den mal auf Stanimir rauf für die Wachstumsrate. Dass wir das schnell mal hochziehen können da unten. Und dann könnten wir eigentlich demnächst... Einen untätigen Bürger haben wir gerade. Warum dies? Warum haben wir einen untätigen Bürger? Was haben wir denn hier noch? Schickes... Hauen wir den in Kultur rein? Nee, ich hau den mal hier rein. So. Dann ist er nicht ganz untätig. Bei. Ach, ist egal, haben wir gerade halt Minus. Müssen mal gucken, die Mech-Bahnen sind so teuer und die modernisieren jetzt alles hier zu Mech-Bahnen. Die kosten ja auch Gold. Dementsprechend sollten wir mal schauen. Die kosten natürlich auch gerade Geld. Naja, müssen wir mal gucken. Überläufer rekrutieren gescheitert. Und der Spion wurde scheinbar irgendwie entdeckt. Dummerweise. Reparaturanlage bringt uns 10 Produktion für Bodeneinheiten. Brauchen wir nicht. Genschmelze wäre eine Maßnahme. 19 Runden für die Genschmelze. Ich baue mal den Bautrupp. Dass wir hier auch da mal ein bisschen modernisieren. Du kannst dich heilen. Ihr könnt euch heilen. Und weiter geht's. Unsere Truppen mal wieder auf Vordermann bringen. Tut mir leid, kommt nicht wieder vor. Bitte nicht ins Gesicht. Der baut schon wieder einen Siedler. Ist der bescheuert? Offene Grenzen, bla bla bla, beendet. Produktion wählen. Die Artillerie. Kann dann mal hier bleiben. Genschmelze in Uspek. Gengarten. Ich würde den Gengarten wahrscheinlich bauen. Da müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie auch mal langsam auf Geld wiederkommen. Ah, Kuyen ist fertig. Wir sind wieder im Plus. Von unserer Gesundheit. Erdöl könnte haben. Wir könnten ja vielleicht dem hier mal
Zwischen euren Adern fließt das Eisen aus dem Herz eines lange toten Sterns. So sehr liebt das Universum das Leben. Hervorragend. Könnten dem ja hier vielleicht mal vorschlagen. Tell me. Ihr wollt doch Geothermie. 3. What's ours is yours. Nein. Okay, forschen wir weiter. Dann würde ich ganz gerne die vertikale Landschaft wählen. Dann kriegen unsere Farmen ein bisschen mehr Geld und so. Okay. Jetzt hört mal auf, die Magbahn hier zu bauen. Wir brauchen was anderes als die Magbahn. Wir brauchen was anderes. Geheilt, geheilt, geheilt. Tup, tup, tup. Oh, gleich mal weiter. 4 Runden noch. Viel Technologie stehlen in Freeland. Dummerweise irgendwie nie. Schaffen wir irgendwie dummerweise nie. Lasst mich mal kurz gucken. Akunda, Artillerie, Kanonier, Sentinel, Flugzeugträger, Holomatrix. Brauchen wir Schwebsteine für? Haben wir gerade nicht. Müssen wir mal schauen, dass wir die reinbekommen. Hä? Achso, Sirik hat ja den Bautrupp gebaut. Wir brauchen noch einen Bautrupp. Okay, Einheit benötigt Befehle. Könnt ihr hier erstmal kurz bleiben. So, was haben wir hier? Knollengemüse. Du bist auch fertig. Dann haben wir da oben die Algen. Die wir ganz gerne... Wir müssen Physiker im Netzwerk einrichten. Feindliche Übernahme. Zerstören Sie die Station Rote Sonne. Ja, genau. Warum eigentlich nicht? So wie Menschen. Für eine neue Stadt für Roboter gründen. Kulturelle Bürde. Wir machen mal weiter. Wie lange braucht die Stadt noch zum Wachsen? 2 Runden. Wird in 2 Runden erwachsen. Sie haben das verworfen, was uns als Mensch ausmacht. Wenn sie so weitermachen, fürchte ich, dass unsere Völker eines Tages auf dieser Welt nicht mehr friedlich nebeneinander existieren können. Ich mach dich platt, Junge. Zuerst schnapp ich mir Rangi. Könnten wir eigentlich mal machen. Ui, was ist denn hier los? Alter! Was ist denn da los? Die Bucht des Grauens oder was? So, ich wollte ja hier hoch eigentlich. Mit den Einheiten. Das dauert dann zwar ein paar Runden, aber das machen wir mal. Eine Plantage bauen, bitte. Was können wir denn hier? Generator. Biobrunnen kosten auch Unterhaltkuppeln. Nee, ich will da oben hin. So. Geheimagent wurde rekrutiert, das ist sehr schön. Du kannst aber auch erstmal da bleiben, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. Wir brauchen neue... Ich gebe euch doch keine Energie, ey. Was wollen die denn eigentlich von mir? So, Stunimir ist bald fertig. Noch ein Bautrupp. Arbeitssparkasse bauen. Müssen wir mal kurz gucken. Wir haben da eine Questentscheidung, aber wie war denn das jetzt? Biotreibstoffanlage plus 2 Energie durch Algen erfordert eine nutzbar verbesserte Quelle von Algen.
Was haben wir hier bei den Algen drauf? Eine Arbeitsbarkasse. Das ist eine Arbeitsbarkasse. Okay. Dann hauen wir die hier auch rauf. Die Verbesserung haben wir ja jetzt. Und eine Questentscheidung steht an. Und zwar Qualität oder Quantität. Mit unserem neuen Legierungsschmelzwerk können wir viel schneller produzieren als je zuvor. Es gibt zwar viel Titan auf dem Planeten, aber wir können die Einsatzmöglichkeiten noch erweitern. Unsere Ingenieure haben ein Verfahren entwickelt, mit dem sich Titan einschmelzen und mit anderen Ressourcen verbinden lässt. So lässt sich entweder stärkeres Titan oder mehr Titan herstellen. Stärkeres Titan, mehr Produktion durch Titanminen oder plus 4 Titanressourcen. Ich würde das stärkere Titan wählen, weil wir haben genügend Titanressourcen aktuell. Wird sich natürlich auch verbrauchen, indem wir stärkere Einheiten ausbilden. Ich habe da gar keine Station angegriffen. Kollege. Was willst du denn von mir? So. Ja, wir müssen langsam mal ein paar Modernisierungen hier reinknallen. Blöde Kröte da hinten. Dies könnte hilfreich sein. Die ersten 5 Maschinen der Erde waren das Rad, der Hebel, die schiefe Ebene, der Dynamo und die Schraube. Ganesh Edmin Listen der Vorgeschichte. Und dadurch, dass wir einen Affinitätsfortschritt bekommen haben, da gehe ich mal von aus, dass unsere Spionageaktion erfolgreich war und wir eine Technologie gestohlen haben. Jetzt würde mich nur interessieren, was wir gestohlen haben. Autonome Systeme. Autonome Systeme. Jetzt will ich gerade mal gucken, wo das ist. Hier unten. Ah, da gibt es den Knotenpunkt dann und es gibt die Generalkontrolle. Bringt uns Kultur. Ja, jetzt nicht so was Besonderes, aber ist okay. Dafür wurde er befördert. In Freeland. Ah. Jetzt leider nicht mehr möglich, weil wir keine höheren Stufen haben. Wir stellen einfach mal ein Netzwerk her. So, Stanimir ist fertig. Was wir bauen in Stanimir. Wir kaufen in Stanimir jetzt erstmal. Produktion. Auf jeden Fall. Und einen Thoriumreaktor können wir bauen. Reliquie der alten Erde. Thoriumreaktor lasse ich jetzt erstmal weg. Da können wir jetzt die Klinik brauchen wir gerade eigentlich nicht. Wir haben hier Tundra, keine Wüste. Machen wir das Pharmalabor. So. Ja, das ist vielleicht ganz sinnvoll. Fortschritt beginnt mit jemandem, der sagt, es muss einen besseren Weg geben, dies zu tun. Oh, Quest abgeschlossen. Wie sich herausstellt, hat es ganz besondere Vorzüge, Roboter als Nachbarn zu haben. Die mechanischen Einwohner von Stanimir generieren den Großteil ihrer eigenen Energie und nutzen nur einen Bruchteil dessen, was durch ihre Stadt produziert wird. Jetzt, wo die Beziehungen zum Rest der Kolonie wiederhergestellt sind, haben sie zugestimmt, ihre überschüssige Energie den benachbarten Städten zur Verfügung zu stellen. 14 Affinität zur Feuerschaft, 510 Energie. Fortschritt beginnt mit jemandem, der sagt, es muss einen besseren Weg geben, dies zu tun. Das hatten wir doch gerade schon. Der Unterhalt von Straßen und Meckmann kostet keine Energie mehr. Das ist ja cool, dass man das von nebenbei einfach mal mitbekommen hat. Dadurch sind wir jetzt wieder in der positiven Bilanz. Das ist doch schön. Und was war das jetzt gerade für eine Darstellung? Geheimagent Adok wurde befördert zu Agent. Ach, er hier. Na gut, das wissen wir ja schon. Quest abgeschlossen, so wie die Menschen. Der Kollege kommt hier nach oben. Und dann können wir eigentlich die Runde auch schon wieder beenden. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich bin zufrieden. Jetzt sollten wir nur noch gucken, dass wir dann demnächst auch mal ein paar Schwebsteine modernisieren. Drohnensphäre wurde von ihm abgeschlossen. 13 Runden haben wir hier noch in Krabost.
So, Kollege. Schnürschuh. Kannst du mal hier rauf? Kann man das überhaupt schon? Da bin ich mal gespannt. Ich weiß gerade gar nicht, was man dafür braucht bei Schwebstein. Ja, dann können wir die Genschmelze hier eigentlich mal bauen. Hm? Ich kann sagen. Merkwürdiger Schwerpunkt wäre das jetzt gewesen. Grabrost hat eine bisschen harte... ein bisschen harte Geheimoperationsaktivität gerade. Das gefällt mir mal gar nicht. So, Technologie Terraforming brauchen wir, um einen Schwebsteinbruch zu bauen. Das habe ich mir fast schon gedacht. Das habe ich schon befürchtet. Naja, gut. Dann nehmen wir an der Stelle mal einen Generator, den wir dort bauen. Schwemmland. Eine Produktion wählen. Reparaturanlagen gehen schmelzen. Ultraschallzaun, Starterzentrum. Wir nehmen den Bautrupp nochmal. Und dann müssen wir demnächst auch mal unsere Handelskonvois ein bisschen pushen. Da haben wir auch zu wenig. Chitin. Viel zu wenig Modernisierung überall. Was machst du da eigentlich gerade? Du stehst da die ganze Zeit schon, oder? Mann, er buddelt irgendwas. Ich empfehle ihn. Ach, er legt den Trumpf. Den Sumpf trocken. So, was können wir denn hier bauen? Wir bauen. Ich würde ganz gerne schon einen Generator bauen hier an der Stelle. Fabrikanlage. Knotenpunkt. Eigentlich wäre ein Knotenpunkt sogar besser, dann dauert aber drei Runden länger. Farm brauchen wir nicht. Biobohnen brauchen wir auch nicht. Ein Knotenpunkt bringt plus 2 und. Machen wir mal hier, weil das so der außerhalb der Punkt ist. 12 Energie pro Runde, 10 Wissenschaft. 14 Energie, 10 Wissenschaft. 19 Energie, 9 Wissenschaft. Das ist doch nett. 19 Energie, die nehmen wir mit. So, aber das war's dann auch schon wieder von dieser Runde. Schon voll verquatscht. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls ja, lasst mir einen Daumen da. Und ja, ansonsten bis dann. Euer Ryu. Ciao.